Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Jo, wir sind hier bei unserem schönen, 6 FPS Haus, Baumhaus besser gesagt. Und ich möchte gerne Sand holen gehen, damit wir endlich weiter Glas bauen, Glas brennen können. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ob wir schon Ziegel und das mitnehmen sollten, also unsere Matschziegel, um den Weg hier schöner zu bauen. Ach, was soll's. Machen wir das ein anderes Mal. Gehen wir jetzt erst einmal ein bisschen Sand holen. So. Da, da, da. Ui. Zucker ist, naja, noch nicht ganz so weit. Da können wir noch ein bisschen Levage tun. Da, da, da. Vielleicht gehen wir sogar ein bisschen fischen, wenn wir eh schon mal am Strand sind. Ne? Lecki, leck, leck. Lecki, leck, leck, das Meer wird gespawnt, la la la. Gerendert in dem Fall, jawohl. Rapidabidabdabdab. So, Sand abbauen, wo mache ich das am besten? Ah, warte mal. Ach ja, ich wollte es da drüben, ne? Da drüben, da drüben, da nehme ich's her. Ra, 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 das ist nicht schwer. Schwammis und gar nicht mal so wenig, hier nehme ich auch mit. Zwei Stück. Nehmen wir noch den dritten damit. So, drei Stück Schwammis, jawohl, ha. Oha, und es macht Leggy Leg Leg. Leggy Leg Leg. Leg Leg Leggy Leg Leg. Schaut, da sind auch noch Schwammis. Oh, Schwammis. Warte mal. So. Jawohl. Sauber. Hervorragend. Falls ihr da im Hintergrund so ein komisches Geräusch hört, das ist mein PC. Der macht gerade irgendwie komische Geräusche. Ich habe es schon angeschaut. Ich fürchte, dass bei meinem... Wie soll ich das erklären? Das bei meiner Grafikkarte ist ja so ein Lüftungsdingens dabei, ne? Und ich glaube, das ist etwas... Wie sagt man da? Das Kugellager, ne? Das soll es ja sowas geben. Das scheint nicht mehr ganz mitzutun. Da der PC ja permanent quasi schon bald 24 Stunden am Tag eingeschaltet ist, zwecks Rendern, Hochladen und auch Zocken und auch Aufnehmen und so, kann es sein, dass das jetzt etwas, abgenutzt ist. Das ist aber nichts Schlimmes, das kann man mit ein paar Euro beheben. Zwischendurch war er wieder ruhig und leise. Ich hoffe, man hört das echt nicht. Also, puh. Und ansonsten tut es mir sehr leid. Natürlich wird er dann zum PC-Doktor gebracht, keine Frage. Der soll sich das dann mal anschauen, das gute Stück. Ich will ihn ja nicht kaputt machen. Oder dafür sorgen, dass er kaputt wird. Und dann wird das gerichtet und dann ist er wieder leise. So. Er überhitzt nicht, er kühlt nach wie vor. Also ich habe auch nachgeschaut, es schleift nichts, also es ist weder Staub noch sonst irgendwas, Fremdkörper oder so, irgendwas, das da schleifen würde. Weil das wäre meine Sorge, dass dann nicht, ich meine, wäre dann eh schon nichts kaputt, aber dann könnte es sein, dass da eventuell dieses Gebläse-Dingens da durchbrennt quasi. Ja, hört sich komisch an, ist glaube ich aber so. Und ja, das ist es zum Glück nicht. Er macht einfach nur gerade Geräusche. Ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, das gute Ding. Da darf er ja schon mal ein paar Macken haben. So, soll ich da noch eine Schicht runternehmen? Ja, ich glaube, kann man machen, ne? Da so, hier so. Ja. Da, da, dam. Da, da, dam. Wir brauchen eh recht viel Sand, eigentlich. Ich hoffe nur, dass ich nicht jetzt aus Versehen das Meer da hereinschütten lasse. Na, 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 da ist noch Spazi. Och, du liebe Zeit. Da ist ja noch viel Spazi. Ja, eigentlich. So wäre gut, ne? Blub, 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 blub. Blub, blub. Kehrt Marsch. Ich probiere mal kurz was aus. Wartet kurz. Was wäre, wenn... Das habe ich gerade vorhin schon mal probiert. Mir kam vor, es war besser, wenn ich das hier mal auf so stelle. 3, 2, 1, Explosion! So. Das Spiel wurde vollständig zerstört. So. Na, wie schaut es denn aus? Wenn ich das Spiel jetzt mal auf 30 FPS da machen lasse, läuft das Ganze dann jetzt flüssiger, meine Herrschaften? Momentan schaut es wieder mal sehr gut aus. Huch, da, da. Blub, blub, blub. Um nicht zu sagen, gar flott. Ich habe aber nach wie vor nur 9 FPS. Aber es wirkt besser, ha? Huh?
Vielleicht habe ich jetzt das Rätselslösung endlich gefunden. Das wäre super. Boah, das geht ja recht flott hier. Oha. Ich freue mich. Für all jene, die hier meinen Part zum ersten Mal schauen, yep, ihr seht es schon in der Beschreibung, ich bin Anfänger. Kein Blutiger eigentlich, aber durch meine Doofheit und meine Ungeschicktheit wirkt es so, als wenn ich keine Ahnung von Minecraft hätte. Und ja, um mich selbst und alle Zuschauer zu schützen, habe ich ja, diese Abteilung Minecraft hier unter Noob-Modus eingestuft. Also nichts mit Blind oder so, nein, ich habe mich selber quasi gleich ja, noch eine Schippe drunter gestellt. Also ja, ich bin ein Noob, so. Also nichts mit Profi und so. Ich mache das Ganze nur, weil es mir Spaß macht und ich hoffe, dass ihr auch Spaß habt an meinem Bauprojekt. Ich habe ja eigentlich recht viel vor. Auch natürlich unser tolles Baumhaus. Da möchte ich ja noch ins Schneebiom reisen tun und möchte da auch eine wunderschöne Zwergenburg bauen im steinigen Berggefelsdingens mit Schnee und Eis und toll und schön. Mal schauen, ob ich das auch hinkriege. Wow. Es wird aber allerdings so sein, das warne ich schon mal vor, dass es zwischendurch eine Minecraft-Pause geben wird, aufgrund dessen, dass ich ja privat auch arbeiten gehen tue, sprich ich bin nicht selbstständig hier auf YouTube, ne? Und das heißt, auch die gute Zocki muss ja leider von was leben, und also meine Wenigkeit, ne? Und dafür brauche ich einen Job, ne? Und den übe ich dann ja auch aus wieder, wenn es gut läuft, ab April, wenn nichts dazwischen kommt. Und das bedeutet auch, dass ja Mitte April, Anfang Mitte April, kommt ja Yooka-Laylee, ne? Und das möchte ich ja auch gerne let's playen. Und da habe ich leider Gottes, warte, ich sollte mal was essen, bevor ich wieder verhungere, ne? Und da habe ich halt leider Gottes nicht so viel Zeit, dass ich wieder so wie jetzt gerade 2 Videos am Tag hochladen kann. Es werden schon 2 Let's Plays kommen, aber wieder so abwechselnd, ein Tag kommt das, dem anderen Tag kommt das andere und dann wieder das eine und dann wieder das andere, ne? Also immer tagweise abgewechselt, dass ihr auch ein bisschen eine Vielfalt habt, aber es geht halt leider etwas schleppend voran. Das wird dann circa bis voraussichtlich Ende Oktober so weitergehen und dann über den Winter, wenn ich wieder frei habe sozusagen, dann gebe ich wieder Vollgas. Und immerhin, wenn keine Stricke reißen, ist ja ab 1. Jänner, ne, kommt ja Gilde 3 dann. 1. Jänner oder Anfang Jänner, ne? 1. Jänner wohl eher weniger, aber Anfang Jänner kommt dann die Gilde 3. Zumindest ist das mein letzter Wissensstand. Und dann, meine Lieben, geht's wieder rund. Ich bin ja schon so gespannt auf das Spiel hier. Übrigens, ich hau schon mal ab, ne? Ich laufe schon mal wieder nach Hause. Da es ja wieder dunkel wird und ich nicht von Feinden überrascht werden möchte. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt an Sand. Das will ja auch zu Glas geschmolzen werden, gebrannt werden. So. Also schon mal als Vorwarnung, ich werde dann mal eine kleine Minecraft-Pause machen. Nicht heute, aber in circa einem Monat herum. Und dann, wenn ich wieder mehr Luft habe, beziehungsweise wenn zum Beispiel Risen 2 vorbei ist oder Yooka-Laylee, was halt auch immer zuerst ist, ne? Also beendet ist offiziell, dann werde ich wieder mit Minecraft fortsetzen, weitermachen. Außer ihr habt einen besonderen Let's Play-Wunsch, der natürlich jederzeit geäußert werden kann. Ihr wisst eh Bescheid, ne? Kommentare schreiben oder eine Nachricht schicken. Ich freue mich sowieso über alle eure Nachrichten. Seid ihr immer so lieb. Ich bin ja so froh, dass ich euch habe. Und dann werde ich mich natürlich, so gut es mir auch möglich ist, mich auf euch da einstellen und auch die Spiele spielen, die ihr so gerne von mir sehen möchtet. Ist eh klar. Ist ja klar. So, der arbeitet mal schön. Boah, was würde ich jetzt für eine Kaffeemaschine geben, ne? Aber wobei, am Abend sollte ich ja keinen Kaffee mehr trinken eigentlich. Dann tue ich mich wieder so schwer mit dem Einschlafen. Dann essen wir halt Erdbeeren. Also, nein, was war das? Traubenmarmelade, glaube ich. Essen wir halt die. So. Dann wäre es gut, schon mal hier den Zucker draus zu machen. 2 Stück. Dann können wir theoretisch, wenn es möglich ist, und da leckt es schon wieder. Wir haben hier nur 5 FPS. Dann kann ich vielleicht wieder nochmal Marmelade kochen. Oder ich lagere das erstmal ein.
Ja, weil wir voll wie ein Christbaum sind hier. Ich lagere das mal ein. Wobei, eine Beere werde ich wegfuttern und der Rest kommt da rein. Ich werde auch mal das Laub jetzt mal entsorgen, wollte ich schon sagen. Wegräumen. Gott, ich brauche mehr Kisten. Apropos Kiste, machen wir doch eine, oder? Ich brauche dringend Kisten. Du Heilige. Ja. Dann komm her, du Kiste. Machen wir mal so. Von diesen Holz, die Holzbretter sind eh nicht verloren. Von dem, von daher, dem, da, du her. So, warte, machen wir es einfacher. Na komm. So, so, so und so. Einmal. Das hört sich an hier wie so ein kleiner Mixer. Vielleicht vertue ich mich auch gerade und es ist gar nicht der PC, sondern wirklich der Mixer. Und es backt jemand lecker Kuchen. Und das wäre ja famos. So. Auf jeden Fall möchte ich gerne auf mein Bezelilein da gut Acht geben. Der ist mein kleines Goldstückchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein kleines, für ich sag mal, für mich so als Privater eigentlich, der nicht wirklich jetzt, sag ich mal, beruflich da mit YouTube zu tun hat und wirklich eine Killermaschine braucht, ist das echt ein geiles Gerät. Immerhin i7 und solche Geschichten. Ich glaube, die mittlerweile zweit- oder drittbeste Grafikkarte ist drinnen. Fast 2 Terabyte Speicherdingens und so weiter. Also ich glaube, der ist nicht so schlecht eigentlich. Und darauf möchte ich, also deshalb möchte ich gerne auf mein Gerätchen achten. So, bist jetzt mal fertig, Glas? Huch, was mache ich da? Ja, ein bisschen haben wir schon wieder. Bling. Vielleicht sollte ich auch pennen gehen. Wegen Bauen draußen und so. Dann seht ihr wieder besser. Wie schaut man aus? Wäre es zum Aushalten? Da können wir übrigens auch mal so ein Dach dann drüber machen. Schaut sicher auch cool aus. Ja, vor allem, ah, das habe ich eh schon braverweise kaputt gehauen. Ja, weil da habe ich ja mich einmal verbauen tut, wieder einmal. Ich will nur kurz hier eine kleine Möchtegern-Treppe bauen. Oh Gottchen. Horuck. Horuck. So, und möchte gerne hier mein Glaswürfel. Jetzt hätte ich fast Zuckerwürfel gesagt. Schlau, 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 schlau. So, warte. So. Und dann hier unten nehme ich die Wand, die wir sonst aus Holz gemacht hätten. So, so, so. Und so. 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 Und. Ui, ich krieg das hin. Jawohl. So, ne? Schaut nicht sonderlich hübsch aus, oder? Ich muss mal schauen, ob es dir irgendwie so eine Möglichkeit gibt, dass man hier das Glas schöner machen kann, so durchsichtig. Hätte ich was bauen können? Warte mal, lass mich mal schauen mit Glas. Was kann man dann, oder Fenster? Ah, das da, sowas wäre cool. Glasscheibe. Ja, sowas hätte ich gern gehabt. Ah, Schüsseln. Das kann ich Schüsseln. Ich will das Schüsseln. Ah, jo. Ja, dann, warte. Wie schreibt man das? Schüssel. Schüssel. Wir sagen auf Steirisch auch Schüssel. Oder meinen wir eigentlich eine Schüssel und nicht so ein Bastelgerät? Ich glaube, das musste man herstellen, ne? Schüssel. Habe ich es richtig geschrieben? Ich hoffe ja. Gibt's da so ein Werkzeug dazu, oder? Es ist aber die Frage, ob das Ding Schüssel heißt. Schaut aber nicht aus, ne? Obwohl doch da. Meißel. Ja, ich bin so schlau. Ein Stab und ein Dingensbummens. Ah, ja. Ja, das haben wir doch. Ah, das haben wir doch. Supi ist das. Ja, warte. Ich laufe da nochmal zurück. Dann probiere ich das gleich mal aus, ob das irgendwie geht. Aber brauchte man da nicht. Brauchte man da nicht. Warte, kann man schon was ernten? Ich will mal schauen, ob ich was ernten kann. Ja. Braucht man da nicht dann schon diese Glasscheiben im Inventar, damit das was wird? Ich muss probieren. Ich muss das mal ausprobieren. So, wir brauchen nur ein Stück davon. Boah, Eisen muss man auch wieder sammeln. Du heilige Kanone. Heilige Kanone.
Heilige Kanone mit Rohr. Habe ich keinen Stab mehr? Doch hier. Stecken. Und Eisen. Schüssel. Ja, der Meißel. Jetzt bin ich gespannt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Schau, mache ich jetzt die Scheibe hin. Weil ich so gut darin bin. Kann man dann auch Glasblöcke auch schießen? Ich hoffe mal, geht das so? Ah ja, genau. Und jetzt muss man hier wahrscheinlich die fertige Scheibe einsetzen, wahrscheinlich, ne? Die man. Warte, okay. Okay. Dann muss ich nochmal nachschauen. Wie kann man die dann schön machen? Glasscheibe. Glasscheibe. Ich hätte halt gern so eine, so wie die hier. Die wäre hübsch. Aber was brauche ich denn dafür? Mit goldenem Rahmen. Die hier will ich, die will ich, würde ich haben wollen. Glasscheibe. Ich würde auch die nehmen. Da steht jetzt irgendwie kein Rezept dabei, ne? Nur hier. Ich mache da bestimmt was verkehrt, ne? Das muss ich da mir mal genauer anschauen. Jetzt ist es auch dark geworden inzwischen. Auch nicht schlecht. Na, wie würde das gehen? Das würde keinen Sinn machen, oder? Ah, das macht sehr wohl Sinn. Jetzt kapiere ich. Okay. Okay. Ach so, ich verstehe schon. Ich kann dann von vornherein mit diesem Werkzeug gleich das Glas schöner machen. Das ist ja echt eine tolle Geschichte. Mit Rahmen sogar. Schaut mal. Wenn ich jetzt da drauf drücke, dann habe ich es schon, ne? Boah, da können wir uns jetzt ausspinnen. Da können wir uns jetzt echt richtig ausspielen. Aber ich würde, glaube ich, sagen. So eine wie die hier. Lichtglas. Stahlrahmenglas. Stein. Steinrahmenglas. Aha. Gibt es was mit Holz auch? Licht. Randloses Glas. Blasses Glas. Glasschiefer. Mit Kanten, also mit Würfel, also Würfelform. Boah, cool. Ja, ich probiere jetzt einfach aus, ne? Was gefällt mir denn gut? Ich würde mal sagen, ich nehme es mal lose. Die hier. Ja, tatsächlich. So, nur mal zum Ausprobieren, wie das ausschaut. Und das heißt, ich brauche dann noch Scheiben. Und mit den Scheiben kann ich dann Dingens. Aha. Ja, ich bin am Lernen. Es tut mir leid, so weit war ich noch nie in Minecraft hier, ne? Also live in the Woods. Boah, das schaut ja schon mal viel besser aus. Schaut da mal. Und wenn jetzt wieder aufs Schießelding gehe, mal angenommen, Schießelding. Und ich würde jetzt das jetzt nochmal reinschmeißen. Kann ich das nochmal verändern? Ah, das ist eine coole Geschichte. Jetzt kann ich da echt ausprobieren. Wie schaut denn dann das aus? Verhältnismäßig. Warte mal. Ich tue jetzt ein bisschen rumprobieren. Wir haben eh genug Glas. Mit der Rahmen gefällt mir aber auch ganz gut. Der da. Jetzt wäre aber gut, noch eine Scheibe zu machen. Das will ich noch ausprobieren. Der Part ist eh schon so gut wie beendet. Ich will es jetzt nur mal probieren. Ja, also da hat man Kreativität. Also da hat man keine Grenzen mehr, ne? Das ist voll super. Also ich freue mich gerade. Ja, wie gesagt, das ältere Minecraft, mit dem bin ich noch eher vertraut, als wie mit dem hier. Muss ich zu meiner Schimpf und Schande, sag ich mal, da, ja, leider zugeben. Da haben wir auch 16. Boah, das ist echt cool. Ich mache jetzt nur mal so testweise, ne? Und das, was am besten aus meiner Sicht ausschaut, kann ich das schon ernten? Nein, doch, tatsächlich. Das, was eben am besten irgendwie ausschaut, und für das werden wir uns dann entscheiden. Aber mir gefällt das hier echt schon recht gut, weil das vom Farbton her schon fast mit dem Boden hier zusammenpasst. Aber ich glaube, da gab es noch was Dunkleres, ne? So, dann machen wir. Mir taugt es gerade, Entschuldigung. So, hier rein. Jetzt hatten wir das hier, ne? Da gibt's noch. Warte, ich probiere das mal mit. Oder war es das hier? Scheibe, jetzt weiß ich nicht mehr. Was bist du? Glas, Lichtglas, steht dir dabei.
Das war das Lose. Was haben wir da? Blasenglas. Glasschiefer. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal das Stahldingens. Ich will da jetzt nämlich eine bestimmte Farbe am liebsten haben. Etwas Dunkleres, aber mir gefällt eigentlich das mit dem Lichtglas schon recht gut. Oh Gott, das schaut auch cool aus. Das schaut echt cool aus auch. Dann probiere ich gleich nochmal. Warte, was mache ich da? Einen Blödsinn, natürlich. So, dann will ich gleich nochmal probieren. Jetzt haben wir, dann nehmen wir noch das hier mit dem Stein. Aber da brauche ich jetzt leider noch eins. So. Oh, das haben wir alle gemacht. Ist ja wurscht. Wir können sie wieder umgestalten. Ich will halt nur schauen, welches echt sich super jetzt eignen würde für uns. Ah, das mit Stein gefällt mir jetzt nicht so gut. Da gefällt mir der da schon am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Lichtglas, was jetzt. Das ist schon schön. Ich glaube, das werde ich auch so lassen. Und dann natürlich möchte ich noch gerne probieren, die Glasscheibe dazu, ne? So, das machen wir noch heute und dann ist eh leider wieder Schluss. Was hätten wir denn? Die hier wollte ich haben. Genau. Die da wollte ich haben. Warte. Ich probiere jetzt mal. Einfach hier so meine Testwand sozusagen. Ah! Da wollte ich so nicht hinbauen. Entschuldigung. Bin schwer zum. Warte mal. Entschuldigung, das war aber. Das habe ich. War vorsichtig. Boah. Das habe ich falsch gebaut gehabt. Keine Ahnung, warum der da jetzt so komisch ist. Okay, ich glaube, jetzt passt es wieder. Ja, okay. Aha, ich sehe schon. Kann man das dann nochmal. Da werde ich das nochmal schießen. Ich hätte gern, dass das nämlich eine durchgehend hübsche Scheibe ist. Also ohne Rand am besten. Ah, da werde ich die hier nehmen. Randlos steht ja dabei. Blasige. Streifige. Ah, dann wird es die hier sein. Ja, ich muss lernen. Es tut mir leid. Ihr könnt das natürlich alle schon perfekt, keine Frage. So, so, was mache ich denn da? Ja, die schaut gut aus. Aber die passt jetzt halt farblich wieder nicht ganz. War, ich will das eine weghauen. So. Kaputt gemacht. So, und hier noch eine, weil die gefällt mir schon gut, die lasse ich im Ganzen. Ja, das passt so, weil ich möchte gerne die Scheibe, wie gesagt, im Ganzen lassen. Vielleicht. Na, das passt schon so. Im Ganzen lassen, damit wir wirklich da schön eine ganze Scheibe haben, damit es ausschaut, als wenn wir quasi nichts da hätten. Und damit wirklich ausreichend Licht dann auf unsere wunderschönen Pflanzen draufscheinen kann, die wir hier dann kultivieren werden. Jo. Ja, wie gesagt, die Scheibe gefällt mir gut und ich glaube, die hier nehme ich für den Rand und dann glaube ich, passt das schon so. Ich könnte aber auch die hier nehmen. Die eiserne mit dem wird vielleicht besser passen. Ach, da zerbrechen wir uns nächstes Mal den Kopf darüber. Ihr Lieben, das war's leider schon wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!